Before you came round, my heart would never be much faster. Before you came round, I was ready to start. Hey Leute, was geht ab? Ich bin Sussilz. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Mini-Mystery-Special. Weshalb das Special ist, dazu gleich. Und Mini, weil es kein großer Fall ist. Also man kann ihn nicht mit den vergangenen Mysteries vergleichen. Dieser Fall ist nicht wirklich bekannt, obwohl er sehr aktuell ist. Und im Internet findet man auch nicht wirklich viele Informationen dazu. Dennoch wollte ich euch unbedingt von diesem Fall erzählen, da er sehr heftig ist. Wie gesagt, zu diesem Fall gibt es nicht wirklich viele Informationen. Deshalb wäre er eigentlich in 5 Minuten erzählt. Und deshalb dachte ich mir, mache ich es heute ein bisschen anders, indem wir genauer auf rechtliche Begriffe eingehen. Und dafür habe ich einen Special Guest, eine sehr, sehr gute Freundin namens Amma. Sie kennt sich da viel, viel besser aus als ich. Sie hat Jura studiert und kann uns mal so ein bisschen erklären, was das alles so bedeutet. Leider kann mein Special Guest nicht direkt hier neben mir sein. Ihr wisst, Social Distancing und so. Zum Glück macht es FaceTime aber möglich, also kommt Amma gleich dazu. Fangen wir aber erstmal an mit dem grausamen Fall von Dumfleet. Im November 2015 zog der Fenster- und Treppenverkäufer Miroslav P. mit seiner Freundin Jessica von Hamburg auf ein Dorf in Dumfleet. Dumfleet ist im Kreis Steinburg und ein sehr, sehr kleines Dorf, ich glaube so um die 300 Einwohner. Mit den beiden ihre zwei minderjährigen Töchter. Zu ihrem neuen Zuhause gehörte ein riesengroßer Hof, wo Pferde, Gänse, Schafe, Hühner auch zu Hause waren. Wie gesagt, das Anwesen war so groß, dass es nicht nur Platz für 4 Leute gab, sondern noch für eine weitere Person. Also so groß, dass Anfang 2017 ein guter Freund des Paares ebenfalls auf das Hof zog. Alles lief wirklich gut, führten ein ganz normales Familienleben. Doch dann ganz plötzlich, Ende 2017, verschwindet Miroslav spurlos. Eines Tages kommt Jessica nach Hause und findet die Haustür offen. Die Haustür zeigt keine Einbruchsspuren, es sieht einfach so aus, als hätte sie jemand einfach offen gelassen. Im Haus gab es auch keine weiteren Auffälligkeiten, außer dass von Miroslav jede Spur fehlte. Am Abend war er immer noch nicht nach Hause gekommen und nicht erreichbar. Miroslav hatte sich gar nicht verabschiedet, er hatte nicht Bescheid gegeben, er hat keinen Abschiedsbrief dagelassen, nichts. Sein plötzliches Verschwinden machte Jessica und den gemeinsamen Töchtern große Sorgen. 4 Wochen nach seinem Verschwinden ging Jessica zur Polizei, um eine Anzeige zu machen. Warum sie so lange gewartet hat, ist sehr merkwürdig und da habe ich schon meine erste Frage an unsere Expertin. Ich habe gerade erzählt, dass Jessica erst nach 4 Wochen eine Anzeige gemacht hat. Und da habe ich jetzt eine Frage an dich. Gibt es diese angebliche 24-Stunden-Regel? Eine 24-Stunden-Regel gibt es hier in Deutschland per se eigentlich nicht, aber es gibt bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen muss, bevor eine Person überhaupt als vermisst gilt, damit die Polizei dann bestimmte Maßnahmen überhaupt einleitet, zum Beispiel eine Fahndung irgendwie herausgibt nach der Person. Was sind diese Voraussetzungen? Es sind 3 an der Zahl. Nummer 1, die Person muss ihr gewöhntes Umfeld verlassen haben. Der Aufenthaltsort dieser Person muss jetzt auch unbekannt sein. Und die 3. wichtige Voraussetzung ist, dass eine Gefahr für das Leib und das Leben dieser Person vorliegen muss. Und das ist meistens ein Problem bei den Erwachsenen, weil erwachsene Leute können frei entscheiden, wo sie sind, ja. Und solange sie nicht irgendwie geistig eingeschränkt sind oder krank sind, liegt meistens kein Anhaltspunkt vor, dass eine Gefahr für ihr Leib und Leben vorliegt. Somit müssen immer Anhaltspunkte vorliegen, zum Beispiel, dass sie in einem Unfall verwickelt waren oder dass sie Opfer einer Straftat geworden sind. Und dann leitet die Polizei Maßnahmen ein. Das kann vor 24 Stunden sein, aber es kann auch nach 15 Tagen immer noch keine Gefahr für Leib und Leben irgendwie vorliegen. Nachdem Jessica die Anzeige aufgegeben hatte, vergingen sehr viele Monate. Trotzdem gab es kein einziges Lebenszeichen von Miroslav. In dieser sehr schwierigen Zeit war Yazar eine sehr große Unterstützung für die Familie. Und als Miroslav verschwand, half er Jessica nur, wo er konnte. Er fuhr die Kinder zur Schule, er ging einkaufen, er machte die Hofarbeit, also er war eine sehr große Unterstützung. Es vergingen ganze 2 Jahre, in denen sich im vermissten Fall von Miroslav nichts tat. Doch dann meldete sich im Januar 2019 der Ex-Freund von Sophie. Sophie ist die älteste Tochter von Jessica und Miroslav und zum Zeitpunkt seines Verschwindens war sie gerade mal 14 Jahre alt. Er sagte bei der Polizei aus, dass seine Ex-Freundin Sophie ihm vor 2 Jahren erzählt hat, dass die Leiche ihres Vaters, also von Miroslav, auf dem Familienhof
versteckt sei. Das hatte die 14-jährige Sophie ihm erzählt gehabt, doch dieses grausame Geheimnis konnte er jetzt nicht mehr weiter mit sich tragen und meldete es bei der Polizei. Nach der Aussage des Ex-Freundes fingen die Ermittler an, Yazar zu beobachten. Heimlich verfolgten sie seinen täglichen Alltag und hörten seine Telefonate ab. Nachdem die Polizei genug Hinweise hatte, nahm sie Yazar fest. Und dann am 5. März 2019 machten die Ermittler einen sehr grausigen Fund auf dem Hof. Ganze 3 Tage durchsuchten sie intensiv den Hof und im Pferdestall schlug dann ein Leichenspürhund an. Im Boden fanden die Ermittler Überreste eines menschlichen Körpers, der kaum noch zu erkennen war. Polizeitaucher fanden in einem Wassergraben hinter dem Stall 6 Betonklötze. Und in diesen 6 Betonklötzen waren die Leichenteile von Miroslav einbetoniert. Die Spezialisten der Polizei hatten dann noch vor Ort die Betonblöcke aufgebrochen, um diese Leichenteile für die Rechtsmedizin zu sichern. Die Obduktion erwies später, dass es sich um 2 Schüsse in den Hinterkopf handelte. Und diese Schüsse führten zu Miroslavs Tod. Und laut Rechtsmedizin wurde danach sein Körper mit Messer und Säge zerteilt. Die Polizei war sich ziemlich sicher, dass Yazar für das Ganze nicht allein verantwortlich war. Daraufhin erließ ein Richter Haftbefehle gegen Jessica und Yazar. Im August 2019 kam es dann zum Mordprozess. Die Anklage des Staatsanwaltes war, dass Yazar und Jessica Miroslav heimtückisch getötet hatten. Gemeinsam sollen sie die Tat geplant und umgesetzt haben. Beide sollen sich schon längst näher gekommen sein und als Paar gelebt haben. Jessica soll Miroslav in das Haus gelockt haben, wo sich Yazar in einem Zimmer versteckte. In das Zimmer gelockt wurde Miroslav dann in den Hinterkopf von Yazar geschossen. Um die Tat zu verschleiern, sollen beide anschließend seine Leiche zerstückelt und einbetoniert haben. Und als das getan war, meldete Jessica ihren Partner, den Vater ihrer Kinder, bei der Polizei als vermisst. Jessica und Yazar machten keinerlei Angaben zu den Vorwürfen. Sophie und ihre jüngere Schwester standen nicht unter Tatverdacht. Im Mordprozess kam es zu einer Anklage und hier meine Frage, was bedeutet heimtückisch? Heimtücke ist wichtig für den Straftatbestand Mord, denn um einen Mord zu begehen, müssen Mordmerkmale erfüllt sein, mindestens ein Mordmerkmal. Und Heimtücke ist einer der 9 Mordmerkmale. Der 9, es gibt 9. Genau, es gibt 9 verschiedene. Also einmal die offizielle Definition von Heimtücke. Heimtückisch tötet jemand, wer in feindlicher Willensrichtung die objektiv gegebene Art Wehrlosigkeit seines Opfers bewusst zur Tötung ausnutzt. Was heißt das in unseren Worten? Das Opfer darf nicht ahnen, dass ihm jemand angreift und deswegen, weil es es nicht ahnt, kann er sich nicht wehren. Mhm. Ein Beispiel ist jemand, wenn jemand zum Beispiel im Park spazieren geht und dann von hinten erschossen wird. Die Person ahnt nicht, dass ihn jemand angreift und kann sich deswegen nicht wehren und zum Beispiel sich ducken oder ähnliches. Ja. Und das heißt Heimtücke. Am 2. Verhandlungstag war der Ex-Freund von Sophie eingeladen, der nochmal aussagte und er galt als Hauptbelastungszeuge. Er belastete mit weiteren Aussagen seine ehemalige Freundin sehr, sehr schwer. Sophie hatte ihm nämlich damals erzählt gehabt, dass sie diejenige war, die ihren Vater in das Zimmer lockte. Auch sie war im Plan involviert, sie nahm dran teil. Außerdem soll sie ihm sogar mal die genaue Stelle gezeigt haben, wo Körperteile ihres eigenen Vaters einbetoniert waren. Sophies Ex-Freund konnte es selber sehr lange nicht glauben. Schlussendlich schwieg er so lange, um sie zu schützen. Später entdeckten die Ermittler alte SMS-Nachrichten zwischen beiden, wo Sophie die Tat zugibt. Nun stand auch Sophie unter dringendem Tatverdacht. Vor 3 Monaten, also jetzt im Januar, äußerte sich Yazar zum allerersten Mal zu den ganzen Vorwürfen. Der 47-Jährige legte ein Geständnis ab, stritt jedoch den Mordvorwurf ab. Sein Geständnis war, dass Miroslav und er auf dem Hof Drogen genommen hatten. Die 14-Jährige Sophie hatte beide dabei dann erwischt gehabt. Daraufhin soll Miroslav völlig ausgerastet sein und auch handgreiflich. Miroslav soll dann zu einer Pistole gegriffen haben. Doch dann aus Notwehr habe er schneller reagiert. Und dazu sagt er auch noch, dass Jessica und Sophie vom schlussendlichen Mord und der späteren Einbetonierung
nichts gewusst haben sollen. Trotz des Geständnisses forderte ein Staatsanwalt im Februar die lebenslange Haftstrafe für Yazar und Jessica. Der Staatsanwalt forderte die lebenslängliche Haftstrafe. Hier die Frage, was bedeutet lebenslang? Also die lebenslange Freiheitsstrafe ist in Deutschland auch wirklich lebenslang. Es herrscht zwar manchmal der Irrglaube, dass lebenslang nur 15 Jahre sind, das stimmt aber nicht ganz. Denn das Gesetz unterscheidet einmal zwischen der lebenslangen Freiheitsstrafe und der zeitigen Freiheitsstrafe. Also die Freiheitsstrafe, die auf eine Zeit beschränkt sein muss. Und das sind maximal 15 Jahre. Aber lebenslang heißt wirklich lebenslang. Jedoch besteht nach 15 Jahren die Möglichkeit, dass die Person auf Bewährung freikommt. Mhm. Unter bestimmten Voraussetzungen. Yazars Verteidigerin plädierte hingegen auf Totschlag. Ihr Mandant sei wegen seines Drogenkonsums unmittelbar vor der Tat nur vermindert schuldfähig gewesen sein. Amma, was bedeutet Totschlag? Also ich hatte ja kurz vorhin Heimtücke erklärt und Mord ist wie gesagt, dass du jemanden tötest und einer der Mordmerkmale erfüllt hast. Wenn du keins der neuen Mordmerkmale erfüllst, also nicht jemanden aus Heimtücke, Habgier oder Mordlust zum Beispiel umbringst, sondern einfach nur umbringst, dann ist es Totschlag. Die Anwältin von Jessica plädierte für sie auf Freispruch. Die Zeugenaussagen basierten auf Hörensagen und die weiteren Beweise reichten für eine Verurteilung nicht aus. Jessica wurde grundsätzlich nur durch das Hörensagen verurteilt. Geht das überhaupt? Also hierzu muss man wissen, dass im deutschen Strafprozess die freie richterliche Beweiswürdigung gilt. Das bedeutet, dass der Richter zu einer persönlichen Überzeugung kommen muss, dass die Straftat begangen worden ist. Hierzu wird er alle Beweismittel berücksichtigen. Das können auch Zeugen von Hörensagen sein. Die einzige Beschränkung ist, dass diese Überzeugung auch auf Grundlage objektiver Umstände gestützt sein muss. Das heißt, auch für uns als Dritte muss irgendwie verständlich sein, wie er dazu gekommen ist. Aber wenn diese Zeugen vom Hörensagen so überzeugend sind, dann kann er auch die Verurteilung auf diese Beweismittel stützen. Das ist grundsätzlich möglich. Am 11. Februar dieses Jahres kam es dann zur Urteilsverkündigung. Das Gericht verurteilte Yazar S. und Jessica M. zu jeweils lebenslangen Haftstrafen und verurteilten sie wegen heimtückischen Mordes. Sophie ist ebenfalls angeklagt, allerdings in einem anderen Prozess, da sie noch minderjährig ist. Das war's von mir zu diesem Fall. Es ist doch länger geworden, als ich es mir gedacht habe. Zu diesem Fall fehlen mir fast die Worte. Menschen können so grausam sein. Wäre der Ex-Freund nicht gewesen, wäre dieser Fall vielleicht niemals aufgeklärt worden. Miroslav wäre einfach immer noch eine vermisste Person und Jessica und Yazar hätten das, was sie wollten. Ganze 2 Jahre sind sie damit ja auch durchgekommen. Jessica wollte wohl lieber mit Yazar als mit Miroslav zusammen sein. Wahrscheinlich hatten sie die ganze Zeit schon was miteinander, auch wo Miroslav noch gelebt hat. Für mich wird es für immer ein Rätsel bleiben, weshalb sich Menschen für so etwas entscheiden, statt sich einfach zu trennen. Und dann auch noch die gemeinsame Tochter mit einbeziehen, das ist krank. Ich weiß nicht, was für eine Beziehung Sophie zu ihrem Vater hatte. Trotzdem bin ich mir sicher, dass der Druck und die ganze Führung zu diesem ganzen Plan von Yazar und Jessica kam. Einen Menschen umbringen ist eine schlimme Sache. Doch die Person dann noch zersägen und einbetonieren und dann noch ganz normal weiter auf dem Hof leben, als wäre nichts passiert. Yazar hat zwar gesagt, dass er allein gehandelt hat und dass der Rest von nichts wusste, das glaube ich aber nicht. Sophie war zum Tatzeitpunkt 14, heute müsste sie so um die 17 sein. Was wäre die gerechte Strafe für sie? Was ist eure Meinung? Lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Über einen Like würde ich mich auch sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, falls ihr dies noch nicht getan habt. Und ich hoffe natürlich auch, dass diese Art euch heute gefallen hat. Es war ja heute ein bisschen anders. Amma, vielen, vielen Dank, dass du Teil meines Videos warst, bist. Ansonsten abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in meinem nächsten Video.